Stanz im Mürztal, der Ort befindet sich in einem sehr ruhig gelegenen Seitental des Mürztales am Fuße der Fischbacher Alpen. Stanz gehört zur Mürztaler Streuobstregion Kindberg-Stanzertal und liegt in 660 Meter Seehöhe. Die Infrastruktur, beherrscht vom Dorfcharakter, bietet für Wanderfreudige einen Rundweg mit kulturhistorischen Kostbarkeiten, bekannt als Stanzer Sonnenweg, einer der schönsten Themenwanderwege, wo sie Kunst, Kultur und Natur auf Schritt und Tritt begleiten. Ja, der Stanzer Sonnenweg ist ein ganz beliebtes Ausflugsziel von der ganzen Region bzw. über die Grenzen hinaus. Und den Sonnenweg gibt es jetzt nächstes Jahr 20 Jahre. Nächstes Jahr werden wir ein größeres Jubiläum feiern, 20 Jahre Stanzer Sonnenweg. Und da freut man sich schon sehr, weil wir viele Attraktionen wieder neu haben. Die gesamte Sonnenwegstrecke ist ca. 9 Kilometer, aber es besteht die Möglichkeit, an verschiedenen Einstiegsstellen die Länge der Wanderstrecke selbst zu bestimmen. Das ist ein ganz familienfreundlicher Wanderweg. Wir haben mehrere Möglichkeiten zum Einsteigen, wir können ihn auch abkürzen und dadurch ist er so sehr beliebt. Die Stanz hat einen sehr aktiven Singkreis und so kann es schon sein, dass Chorleiterin Siglinde Rosecker mit einigen Chormitgliedern am Sonnenweg anzutreffen ist und auch für vorbeikommende Gäste so manches Liedl anzustimmen bereit ist. In unserem Dorf, ja, da kann man gut leben, weil doch gemütliche Leute miteinander noch reden. Da Wald und der See und die friedlichen Berge, mein Gott, da ist schön. Und die friedlichen Berge, mein Gott, da ist schön. Die Menschen sind lustig, recht freundlich und froh, beim Arbeiten fleißig. Es war immer so, und hat wer allein und viel traurig seit mir, bringt gleich ein Festchenle, das freit nicht verbliert. Bringt gleich ein Festchenle, das freit nicht verbliert. Ja, die Highlights sind der Flora K, der Garten Flora K, dann haben wir ein Sonnenbiotop, dann haben wir eine keltische Palmallee, dann haben wir eine in der Schauschmiede zum Sonnentaler Stanzen haben wir da was hergerichtet. Dann natürlich auch die Bäuerinnen, die was ausschenken drinnen, die Rauchkuchel, wo die Gäste, wenn sie sich anmelden, Sterz essen können und noch verschiedene Sachen. Auch die Kulinarik lässt keine Wünsche offen. Ja, da sind wir auch sehr gut bestückt. Wir haben 5 Gaststätten bzw. Stationen, wo man Kulinarik genießen kann. Steirische Themenwanderwege, wie eben auch der Stanzer Sonnenweg, nehmen an der kleinen Zeitung Platzwald teil. Was Sie dazu beitragen können, ganz einfach. Naja, wir beteiligen uns in diesem Jahr wieder an der Platzwahl der kleinen Zeitung und jetzt versuchen wir halt möglichst viele Unterschriften von Wanderern und von Gästen zu bekommen, aber auch Online-Votings. Naja, und dafür müssen wir halt ein bisschen werben. Und wie funktioniert das? Wie kann man daran teilnehmen? Wir haben in der Stanz die Sonnenstationen, das sind unsere Gasthöfe und dort liegen Listen auf, wo man unterschreiben kann, um für den Stanzer Sonnenweg zu werben und zu wählen vor allem. Naja, und jetzt wünscht man sich natürlich, dass viele an dieser Platzwahl teilnehmen. Genau so ist es, ja. Der Sonnenweg ist ganz was Besonderes, hat sehr viele schöne Dinge, so wie wir jetzt in der Baumallee sind. Und da gibt es viel zum Schauen und zum Bewundern und schauen, wie die Bäume wachsen eben da in dieser Allee. Und das ist ganz was Besonderes, nicht nur für Auswärtige, sondern auch für uns Stanzer. Und da sind wir ganz besonders stolz drauf und möchten das natürlich auch unterstützen jetzt, dass man dieses Platzerl eben weitergeben kann und dass sehr viele dieses Platzerl besuchen, diesen Sonnenweg besuchen und sich erholen auf diesem Sonnenweg. Der ist so gut angelegt, er ist immer gepflegt, es geht eben aus, kann man sagen. Es ist wirklich hervorragend für jedermann zum Wandern und besonders die Senioren gehen ganz gern. Es gibt eine kurze Runde, man muss nicht unbedingt den ganzen Sonnenweg gehen, man geht da vor und da, man dreht wieder um, oben ins Dorf, also für jedermann
begehbar. Und das ist einmal ganz wichtig. Und zum Bewundern sind ja die Idealisten, die den Sonnenweg pflegen. Da muss man echt ein aufrichtiges Danke sagen. Das muss man wirklich mal betonen. Da sind so viele dabei, was einer Freizeit opfern. Und das Ergebnis ist da. Man sieht, was los ist. Gell. Ein lustiges Gesang von der Mutter.